willkommen, meine lieben Freiheitskämpfer, zur letzten Kundgebung vor der Weltgesundheitsversammlung der WHO. Wir stehen hier gegen den Pandemiepakt, gegen die internationalen Gesundheitsvorschriften für die Verteidigung der verfassungsmäßigen Ordnung. Und jetzt möchte ich bitte auf die Bühne Patrick Gastelberg, heil dir Helvetia! An dieser zweiten Souveränitätsdemo. Mein Name ist Regina Kastelberg. Ich bin von und für Hoch 2 da, Medienpartner vom heutigen, von der heutigen Kundgebung. Ich habe die Ehre und die Freude, die heutigen Redner vorzustellen und auf die Bühne zu bitten. Und der erste von diesen Rednern ist der Dr. Björn Rickenbach. Er ist Arzt, Mitbegründer und Präsident vom allseits wohlbekannten Gesundheitsnetzwerk Aletheia und ist offenbar derart erfolgreich dabei, die Leute nicht krank zu werden zu lassen, dass im 2023 ein dreijähriges Berufsverbot ausgesprochen worden ist. Ganz herzlich willkommen, Björn Rickenbach. Amen. Liebe Freunde, ich freue mich sehr, euch alle zu sehen und bin wirklich sehr dankbar, dass ihr auch alle nach Bern gekommen seid. Uns allen ist es ein Herzensanliegen, die Menschlichkeit zu schützen, unsere Freiheiten zu wahren und die Mitmenschlichkeit zu achten und ihre Unversehrtheit. Das ist wahre Medizin, das wollen wir überhaupt, nicht nur bei Aletheia. Die WHO ist aber wie ein Wolf im Schafspelz. Und alle, die dahinter stehen, wie auch die Marionetten, die davor stehen, nämlich unsere Abgeordneten und Beamten. Es ist, als wollten sie alle Menschen vernichten. Wenn dunkle Zeiten, Wind und Wetter wie Gewitter über uns herziehen lassen, wenn das auf uns herunterprasselt, dann müssen wir unsere Herzen in Sicherheit bringen und schützen, müssen sie hegen und pflegen. Die goldenen Getreidefelder. Wir haben eine Anspielung gehört von Patrick in der alten Nationalhymne. Unsere goldenen Getreidefelder sind unser täglich Brot. Sie sind das leuchtende Gelb der Lebensfreude. Wir müssen sie einfahren
in die Räume unserer Freundschaft, in die Scheunen unserer Gemeinschaften, unter das Dach der Achtsamkeit. Holt die goldenen Garben, so heißt es im Lied. Das hat sogar der Ballon gehört. Ihr kennt es wohl alle, dieses Lied. Eo, spann den Wagen an. Und ich wünsche mir, dass wir es gemeinsam singen hier. Es sind Noten verteilt worden für die, die es nicht kennen. Ich singe es einmal vor, dann singen wir es sukzessive gemeinsam, um uns an diese goldenen Garben zu erinnern, die wir mit unserem Herzensanliegen in unsere Scheunen einfahren müssen. Eho, spann den Wagen an, denn der Wind bringt Leben übers Land. Holt die goldenen Garben, holt die goldenen Garben. Bitte, ich singe eine Zeile nach der anderen vor, singen Sie mit und dann anschließend singen wir es gemeinsam. Eho, spann den Wagen an. Eho, spann den Wagen an, denn der Wind bringt Leben übers Land, denn der Wind bringt Regen übers Land. Holt die goldenen Garben, holt die goldenen Garben, holt die goldenen Garben, holt die goldenen Garben. Jetzt singen wir es alle zweimal gemeinsam durch, anschließend im Kanon. Alle zweimal gemeinsam. Eho, spann den Wagen an, denn der Wind bringt Regen übers Land. Holt die goldenen Garben, holt die goldenen Garben. Eho, spann den Wagen an, denn der Wind bringt Regen übers Land. Holt die goldenen Garben, holt die goldenen Garben. Vielen Dank. Jetzt singen wir es in zwei Kanonen oder in drei direkt. Zwei. Zuerst zwei. Also gut, wir teilen unsere Gemeinschaft hier. Wir beginnen und ich gebe den Einsatz hier. Ja, ihr singt einfach weiter. Eho, spann den Wagen an, denn der Wind bringt Regen übers Land. Holt die goldenen Garben, holt die goldenen Garben. Eho, spann den Wagen an. Eho, spann den Wagen an, denn der Wind bringt Regen übers Land. Holt die goldenen Garben, holt die goldenen Garben. Jetzt singen wir es noch zu dritt. Drei Kanon, ja, die Herausforderung. Also hier geht die erste Stimme, hier die zweite und hier die dritte. Versuchen wir das, ja? Ihr macht das großartig. Bitte noch einmal. Eho, spann den Wagen an. Eho, spann den Wagen an. Eho, spann den Wagen an. Denn der Wind bringt Leben übers Land. Holt die goldenen Garben, holt die goldenen Garben. Eho, spann den Wagen an. Denn der Wind bringt Leben übers Land. Holt die goldenen Garben, holt die goldenen Garben. Eho, spann den Wagen an. Das war wunderbar, ganz herzlichen Dank. Meine lieben Freunde, Wind und Regen sind wie WHO. Herzensanliegen sind unsere goldenen Garben, die wir bewahren wollen, gemeinsam in alle Zukunft. Damit wünsche ich euch einen ganz schönen Nachmittag und übergebe das Wort meiner Nachfolgerin aus dem Ticino.
Ich darf jetzt eine Dame auf die Bühne bitten mit einem wundervollen Namen. Maria Pia Ambrosetti. Sie gehört zu den Gründern der politischen Bewegung Helvetica Tessin Ticino und sie ist keine Freundin von Funkantennen. Sie wurde im April 2023 in den Tessiner Kantonsrat gewählt. Viel Freude und Spaß mit Maria Pia. Leider muss ich auf Italienisch sprechen. Cari amici della sovranità, della pace, della neutralità, della libertà, grazie per essere qui ancora una volta per difendere i nostri diritti fondamentali e la sovranità individuale e nazionale. Se siete qui oggi è perché probabilmente avete uno spirito critico superiore alla media, perché siete informati, perché fin dall'inizio della pandemia vi siete accorti che qualcosa non andava. Abbiamo subito una propaganda senza precedenti, degna di un regime totalitario. E l'unica possibilità per far sentire la nostra voce è stata quella di manifestare in piazza. Oggi non siamo qui in moltissimi, non fa niente. Vorrei comunque dire un grazie di cuore a ognuno di voi perché siete lo zoccolo duro e non demordete. Dopo 4 anni di lotta per la libertà siete ancora qui. La partecipazione di tutti i cittadini è assolutamente importante. Dicevo, la partecipazione di tutti i cittadini è assolutamente importante perché i pochi parlamentari che alzano la voce contro gli emendamenti al regolamento sanitario internazionale e al nuovo trattato sulle pandemie che pare che adesso è stato abbandonato, quindi è un motivo di giubilo, però è meglio tenerci allerta. Quindi i parlamentari possono fare ben poco senza l'aiuto di tutti voi, senza il vostro sostegno. A livello cantonale ci dicono che l'OMS è un tema di competenza federale, anche se in tempi normali la salute è sempre stata di competenza cantonale. Così alcuni parlamentari del Canton Turgovia hanno presentato uno o più atti parlamentari per chiedere al Consiglio federale di non aderire ai trattati OMS. Purtroppo la maggioranza del Gran Consiglio del Canton Turgovia non ha accettato queste iniziative cantonali. Tuttavia i suddetti parlamentari non si sono arresi e hanno sollecitato i parlamentari di altri cantoni a fare altrettanto. Noi in Ticino abbiamo dato seguito a questo appello di Ivan Wüst, presentando prima un'interpellanza e poi un'iniziativa cantonale. Più che altro lo abbiamo fatto per avere la possibilità di dibatterne in Parlamento e quindi di fare in modo che i media ne parlino e che si sappia dell'esistenza di questi trattati che minacciano la nostra democrazia. Perché, come sapete, le conseguenze dei diktat dell'OMS ricadranno su ognuno di noi. Poco importa se siamo ticinesi, turgoviesi, bernesi o ginevrini. Poco importa se siamo europei, asiatici, americani o africani. Poco importa se siamo cattolici, protestanti, musulmani o buddisti. Tutti i residenti in Svizzera dovranno sottostare alle decisioni dell'OMS, che lo vogliano o no. Bravi, noi questo non lo vogliamo, né io né voi. Quindi voi siete qui anche per difendere i diritti di tutte quelle persone completamente ignare di quanto sta accadendo, perché guardano soltanto la TV, che su questo argomento tace. Dovremmo forse sottostare ai diktat di un'OMS piena di conflitti di interesse che, con il pretesto di salvaguardare la nostra salute, vorrebbe avere il controllo su ciò che diciamo e pensiamo o su come dobbiamo comportarci?
diciamo no con forza e coraggio. No! 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 Se la Svizzera aderisse a questi trattati, come detto, il trattato, per il momento il trattato sulle pandemie, sappiamo da ieri che non è arrivato a buon fine, però meglio stare all'allerta. Quindi se la Svizzera aderisse a questi trattati non avremmo più nessuna possibilità di opporci, di manifestare, di raccogliere firme per iniziative e referendum, di ricorrere ai tribunali per far valere i nostri diritti o semplicemente di esprimere opinioni contrarie alla narrazione imposta dall'OMS. Vergogna! Concludo dicendo che ognuno di noi può fare la sua parte per cercare di arrestare lo scempio di cui abbiamo già avuto un assaggio durante la pandemia. Vi invito per esempio a impegnarvi a firmare e far firmare la Aufarbeitungsinitiative, che mancano ancora molte firme, credo 50.000, quindi diamoci da fare. Abbiamo avuto l'esperienza già durante il Covid che riusciamo a raccogliere le firme in poche settimane, quindi diamoci tutti una mossa su questo. Poi c'è anche naturalmente l'iniziativa sulla sovranità nazionale, ma soprattutto vi invito a votare sì il prossimo 9 giugno all'iniziativa sulla libertà e sull'integrità fisica. My body, my choice. Nessuno deve avere l'autorità sul nostro corpo, l'ultimo baluardo della nostra libertà. Potete anche continuare a far pressione sul Consiglio federale e il Parlamento, scrivendo per esempio una delle lettere modello che l'associazione ABF Schweiz ha preparato nelle tre lingue nazionali per facilitarvi il compito. Per finire vorrei ringraziare gli organizzatori per il loro grande impegno per la buona riuscita di questa manifestazione e un grazie di cuore a tutti voi che siete ancora qui. Grazie per la pazienza. Ich habe jetzt die große Freude, Dr. Barbara Müller hier auf die Bühne zu bitten. Sie ist studierte Geochemikerin, ich hoffe, ich sage das richtig, und amtet als Vorstand bei Maßvoll. Sie forscht seit mehreren Jahrzehnten unter anderem im Flachland von Nepal, aber auch in den ganz abgelegenen Regionen des Himalaya. Bevor sie die SP verließ in Richtung Maßvoll, war sie Kantonsrätin im Kanton Thurgau und dort hat sie gezeigt, was es heißt, seinen Werten treu zu bleiben, als sie die SP verließ im Streit über die menschenverachtenden Corona-Maßnahmen. Danke vielmals, Dr. Barbara Müller. Ja, versteigt man nicht? Ja. Okay, dann begrüße ich ganz herzlich all die lieben Freunde, die hier den Weg ins Berner Mankdorf gefunden haben. Ich freue mich sehr, vor euch hier sprechen zu dürfen, wenn auch auf Hochdeutsch. Ich würde es lieber machen, wenn man der Schnabel gewachsen ist. Aber unsere lieben Freunde aus der Westschweiz und aus dem Ticino sollen es schließlich auch verstehen. So hoffe ich wenigstens. Bitte. Wie ihr seht, ich habe kein Manuskript, das mache ich nie, ich kann das nämlich nicht lesen, darum trage ich auch die Sonnenbrille, das ist nicht zum Irritationen hervorrufen, sondern schlicht und einfach, weil meine Augen aufgrund einer vererbten Krankheit extrem lichtempfindlich sind. Und unter diesem Aspekt möchte ich hier kurz darauf eingehen, was es dann mit den Gesundheitsvorschriften auf sich hätte, wenn man jetzt wirklich mal an Menschen mit Vorerkrankungen denkt, Menschen mit Behinderungen. Was würde passieren, würden solche Vorschriften je in Kraft gesetzt werden? Wie heißt es doch so schön in der Präambel der Schweizer Bundesverfassung? Und die Stärke des Volkes misst sich am Wohle der Schwachen.
Und genau diese schwachen Menschen, diese gesundheitlich schwachen, angeschlagenen Menschen, die gilt es zu schützen. Und wie man das unter diesen Umständen machen wollte, eben sollten die IGV je in Kraft treten, ist mir absolut schleierhaft. Man würde Menschen dazu zwingen, Behandlungen über sich ergehen lassen zu müssen, ohne zu wissen, wie das sich auf Vorerkrankungen oder Behinderungen oder wie auch immer auswirkt, wie das sich auf Medikamente auswirkt, die teilweise lebenswichtig sind. Und viele Menschen würden in Gefahr gebracht. Diese schwachen Menschen aber werden hier wieder einmal, ich sage es nicht zum ersten Mal, vergessen. Wir sind auch in unserer Gesellschaft leider weit von einer Integration bzw. neumodisch Inklusion entfernt. Menschen mit Behinderungen, chronischen Krankheiten werden grundsätzlich ausgeschlossen. Also nicht nur wegen dieser Pandemie-Maßnahmen, die ja alle so maßlos übertrieben waren, wie wir nun inzwischen zur Genüge wissen. Ich habe aus diesem Grunde auch die Konsequenz gezogen. Ich habe übrigens die SP nicht verlassen, ich wurde rausgeschmissen. Ich habe lange geglaubt, dass wir uns finden können, dass eine Diskussion möglich wäre, dass wir uns zusammenraufen könnten. Das ist wahr und ist unmöglich. Und natürlich ein ganz, ganz bitteres Erlebnis, wie sich Menschen hier nicht mehr finden können, sondern gegeneinander aufgehetzt wurden und sich auch aufhetzen ließen. Aber um zurückzukommen. Ja. Also ich soll das Mikrofon näher nehmen, mache ich gerne. Um zurückzukommen auf mein prinzipielles Anliegen, das ich angesprochen habe. Diese internationalen Gesundheitsvorschriften, die sind wirklich des Teufels, wenn man an Menschen denkt, eben die schon gesundheitlich geschwächt sind und jetzt noch einmal den schwarzen Peter ziehen würden. Und um diese Menschen wirkungsvoll zu schützen, gibt es nur eines, ein Austritt aus der WHO. Und damit habe ich geschlossen und danke allen fürs Kommen. Von der SP gehen wir, von der Ex-SP gehen wir zu einem Ex-Grünen, nämlich Urs Hans aus dem Turbental. Er ist Biobauer aus Überzeugung und das seit gut 40 Jahren, verheiratet, Vater von 4 Kindern und gemäß eigenen Aussagen mag er Menschen, die sagen, was sie denken, und er hasst Lügen durch Weglassen von Informationen. Er setzt sich ein gegen die von den Multis forcierte Gentechnologie und dies vor allem auch als Gründer und Präsident von Public Eye on Science. Das ist eine Organisation, die dafür kämpft, Wissenschaft für die Menschen transparent zu machen, um so die großen Pharma- und Agrokonzerne an die ganz kurze Leine zu nehmen. Ich begrüße ganz herzlich Urs Hans. Okay, ja, hallo miteinander, freut mich. Das ist ein bekannter Ort. Hier haben schon bekanntere Persönlichkeiten geredet, wie zum Beispiel Robert Kennedy Jr. Das waren andere Zeiten, jetzt aber wir müssen den Kampf weiterführen. Ich habe mir Gedanken gemacht zur Souveränität. Gemäß Duden heißt Souveränität für ein Land Unabhängigkeit vom Einfluss anderer Staaten und dass es selbst entscheiden kann, was im Inneren sowie in den Beziehungen zu anderen Staaten geschehen soll. Das Gegenteil davon, verdattert, sprachlos, hektisch, getrieben, nervös, hysterisch, verschüchtert, untertänig. Nach meiner Meinung hat die Schweiz bei Corona genauso gehandelt, unfrei und getrieben von fremden Einflüssen. Bezüglich dem Individuum bedeutet Souveränität, ein souveräner Mensch ist emotional stabil, frei von der Meinung anderer. Er betrachtet eine Situation und bildet sich seine eigene Meinung. Ich denke, viele von euch, die hier sind, haben es so gehalten während der geistigen Fremdbesatzung unseres Landes in den letzten Jahren. Wer aber waren unsere Besatzer? Wir selbst?
die Gemeindebehörden, die Kantonsparlamente, die Kantonsregierungen, das Bundesparlament, der Bundesrat, die Gerichte. Diese sind ja alle, außer der Bundesrat, direkt vom Volk gewählt und haben sich als Vollstrecker von Zwangsmaßnahmen und medizinischen Verbrechen willig einspannen lassen. Waren es die Kirchen, welche diese Schandtaten mitgetragen haben und, wie ich selber gehört hatte, die Giftspritze als vom Himmel gesandt gelobt hatten. Wir waren es die Exponenten unserer hochgejubelten Elite-Hochschulen und medizinischen Fakultäten, welche je höher im Ranking stehen, desto mehr Fremdmittel oder eben Schmiergelder von der Pharmaindustrie generieren können. Unsere Swissmedic und das BAG sind voll in the heart of the evil. Die sind voll Teil der ganzen Geschichte. Oder waren es die 80% Hausärzte, Fachärzte, Psychologen, welche einmal den Hippokratischen Eid geschworen haben, die Angst aber noch geschürt haben, statt zu mahnen und sich bezahlen ließen für das Verabreichen von Spritzen, welche das Genom ihrer Opfer auf unabsehbare Zeit verändert haben, große Schäden verursacht haben und jetzt schweigen. Fragen über Fragen. Mit Sicherheit haben alle mitgemacht, aber die wirklichen Treiber dieses Skandals waren die total korrupte WHO, die total korrupte Pharmaindustrie und die satanisch agierenden Westoligarchen wie Bill Gates und Soros. Welche Milliarden gescheffelt haben und zusammen mit international tätigen Werbeagenturen und unseren Leitmedien diesen Genozid organisiert haben. Erst die Rinder, dann die Kinder. So wie Pfizer und Konsorten in der Landwirtschaft mit Impfprogrammen tausende Tiere mit experimentellen Stoffen getötet haben, haben sie nun Millionen von Menschen getötet und verletzt. Und die WHO steht dahinter. Wie kommt es, dass ein souveräner Staat wie die Schweiz, welche gemäß Verfassung seine Bürger zu schützen hat, bei so einem Programm mitgemacht hat? Weil die Schweiz nicht mehr souverän ist. Sie ist gefangen im Netz von CEPI, der globalen Impfallianz von Gates in Genf, mit dem Motto Preparing for Future Pandemics. Oder, anders gesagt, es gibt keine Pandemien, außer man macht sie selbst. Gavi, eine andere Impfallianz, ebenfalls von Bill Gates, eine PPP, eine Public-Private Partnership, das tönt so gut, zur Forcierung von Impfungen ebenfalls in Genf, kriegt Steuergelder von unserer Regierung in Bern. Am 27. März 2024 unterzeichnete zudem Swissmedic wieder einen Sponsoring-Vertrag mit der Bill und Melinda Gates Foundation. Ich denke nicht, dass das im Sinn von uns Bürgern ist. Ein Land, welches seine Souveränität im Bereich der Gesundheit aufgibt, ist nicht mehr souverän. Ein Land, welches beste natürliche Heilmittel zensiert und verdrängt und dagegen schädliche Medikamente und biologische Kampfstoffe als Medizin des Medizinkartells zulässt, handelt gegen die Verfassung. Ein Land, welches den WHO-Pandemievertrag und die internationalen Gesundheitsvorschriften unterschreibt, verrät die Bevölkerung, handelt gegen Treue und Glauben und gegen die Verfassung. Jetzt macht die WHO wieder Panik mit einer uralten Platte. H5N1, können Sie sich erinnern, oder eben Vogelgrippe. Dank PCR-Test sind nun auch Kühe in den USA gefährdet, sagt sie. Und der Verkauf von Tamiflu von Roche, einer Schweizer Firma, läuft wieder an. Die Schweiz steht tief im Sumpf dieser Korruption. Wir brauchen ein Gesundheitssystem, welches Kranke heilt, und kein Krankheitssystem, welches Gesunde krank macht für Profit. Für mich gibt es nur eine Möglichkeit: Schweiz aus der WHO und WHO aus der Schweiz. Herzlichen Dank.
Auf den nächsten Redner freue ich mich ganz besonders, aber genau, er ist wahrscheinlich einer der wenigen, der kein Böckli braucht hier. Es ist Nikolaus Lind. Mit seiner Familie lebt er im zürcherischen Dorf Wald. Er ist zwar kein Schokolatier, wie sein Name Lind vermuten lässt, aber die süßen Geschichten des Lebens interessieren ihn doch besonders. So hat er als Ritualgestalter seit 1996 mit über 1000 Paaren über ihre Liebesgeschichte gesprochen. Diesen Erfahrungsschatz hat er übrigens in seinem aktuellsten Buch Heiraten im Namen der Liebe festgehalten. Bereits im März 2023 trat er an der Friedensdemo in Bern als Redner auf. Und heute jetzt hier Nikolaus Lind. Und hier gut Platz für dich und man wird dich sehen. So, bitte, bitte. Ja, liebe Freunde, chers amis, cari amici, vielen Dank, dass ich heute hier stehen darf. Unterwegs auf der letzten Autobahntankstelle vor Bern, da hat mich eine jüngere Frau angesprochen und gesagt, ob ich auch an die Kundgebung gehe. Sie hat wahrscheinlich gewusst, wer ich bin. Und dann hat sie gesagt, sie hätten jetzt gerade eine Panne gehabt und könnten nicht weiterfahren. Ich hoffe, diese Frau oder diese Familie ist inzwischen angekommen. Und wenn nicht, so wünsche ich Ihnen, drücke ich Ihnen den Daumen, dass Sie es doch noch schaffen. Liebe Freunde, wir stehen hier auf diesem Platz, auf diesem Rosalia-Wenger-Platz und das ist eigentlich gut so. Aber eigentlich sollten wir ja ganz woanders stehen. Wir sollten wie schon am 27. April auf dem Bundesplatz stehen. Bravo! Denn was wir zu sagen haben, was wir hier auch jetzt wieder hören, ist wichtig. Warum stehen wir nicht auf dem Bundesplatz heute? Warum sind wir nicht Zehntausende? Aus dem einfachen Grund, weil die Menschen in diesem Land immer noch genug zu essen haben, weil es uns immer noch gut geht. In der Pandemie, da ging es einigen Menschen, vielen Menschen nicht mehr so gut. Und deshalb kamen dann plötzlich Tausende und sogar Zehntausende an die Demos in Bern. Zweimal im Oktober 21, ihr erinnert euch. Aber jetzt geht es uns wieder gut, auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick. Warum sind wir dann hier, wenn es uns doch wieder gut geht? Warum bleiben nicht auch wir zu Hause? Weil wir erkannt haben, dass es uns zwar auf den ersten Blick gut geht, aber dass dahinter eine Bedrohung lauert. Die Bedrohung der Souveränität. Es geht um unsere Souveränität, um die Souveränität der Schweiz. Sie ist bedroht von allen Seiten. Ich muss das nicht ausführen näher. Ihr wisst das, bedroht durch die EU, bedroht durch die NATO, bedroht auch, man muss es aussprechen, durch die Masseneinwanderung und aktuell bedroht durch die WHO. Die WHO, auch das muss ich nicht näher ausführen, will uns sagen, wie wir Schweizer Bürger zu leben haben. Und das ist ein schwerwiegender Eingriff. Es wäre ein schwerwiegender Eingriff in unsere Selbstbestimmung. Es würde dann nicht heißen, nicht mehr heißen, so wie wir es uns bisher gewohnt waren, my body, my choice, sondern my body, their choice. Diese Bedrohung aber, die ist den meisten Menschen nicht bewusst. Nicht wirklich. Wenn man nur in den Mainstream-Medien sich informiert, wenn man nur auf die sogenannten Experten in diesen Medien hört, auf die Politiker, die es so gut mit uns meinen, dann kann man sich in einer gewissen Sorglosigkeit sogar heute noch wähnen. Dann kann man nach der Arbeit getrost zur Freizeitbeschäftigung, zur Zeitverschwendung unter Umständen auch übergehen. Warum sind wir aber hier? Warum sind wir nicht wie die meisten Schweizer, die jetzt nicht hier sind? Das sage ich jetzt ohne jede Überheblichkeit und ihr wisst auch ihr wisst, dass es nicht überheblich gemeint ist, weil wir eines Tages begonnen haben, nachzudenken, selbstständig zu denken. Irgendwann hat jedes von uns diesen Schritt gemacht. Aus welchem Grund? Das ist schwierig zu fassen, zu definieren, jeder aus einem anderen Grund, vielleicht durch ein persönliches Schicksal, vielleicht aber auch, ist uns einfach der Zwanziger haben in einem bestimmten Moment und dann sind wir wie aufgewacht. Und dann haben wir gemerkt, und wir haben es natürlich vor allem in der sogenannten Pandemie gelernt, dass wir hinterfragen müssen,
hinter die Dinge schauen müssen, dass wir uns nicht zufrieden geben dürfen mit der Zufriedenheit, dass wir nicht nur mit dem Kopf, sondern auch da mit dem Herzen denken müssen. Und wenn man selbstständig denkt, da kommt man zum Punkt irgendwann, wo man sagt, in seinem persönlichen Leben, aber auch in der Gesellschaft, da mache ich nicht mehr mit, da wehre ich mich, da leiste ich Widerstand. Selbstständig denken, selbstständig handeln dann auch, gegen den Strom schwimmen, das braucht Mut, das braucht Risikobereitschaft, Kraft, Willensstärke. Das haben einfach nicht alle. Das hat immer nur eine Minderheit. Immer hat das zuerst nur eine Minderheit. Ich nehme ein ganz klassisches, historisches Beispiel, das Frauenstimmrecht. Ich meine, das Frauenstimmrecht, das brauchte 100 Jahre, musste 100 Jahre Anlauf nehmen, vom Moment an, wo die Bundesverfassung 1848 begründet wurde, bis dann wirklich dieses Frauenstimmrecht kam. Und die ersten Frauen, die sich dafür eingesetzt haben, die mussten sich nicht einmal auf einem solchen Platz, sondern in irgendwelchen Hinterzimmern treffen und wurden erst noch ausgelacht und beschimpft und verspottet, so wie wir das auch ein bisschen erlebt haben oder ein bisschen sehr sogar in den letzten paar Jahren. Man wird nicht ernst genommen, man wird ausgelacht, verspottet und das ist diesen Frauen, diesen ersten Frauen, die dafür gekämpft haben in den Hinterzimmern, die sich privat getroffen haben, um darüber zu reden, wie können wir weiterkommen, ist ihnen auch ergangen und sie mussten sich sogar Schimpf und Spott von anderen Frauen anhören. Das war ja noch das Beste. Die erste Abstimmung, wir haben ja auch gelernt in den letzten Jahren mit Abstimmungsniederlagen umzugehen. Die erste Abstimmung über das Frauenstimmrecht wurde sogar noch abgelehnt, 1959. Man muss sich das einmal vorstellen, wurde abgelehnt. Und bis zu diesem Zeitpunkt haben es die Frauen nie geschafft, vorzudringen auf einen größeren Platz. Am 1. März 1969 gab es den Marsch auf Bern und der endete auf dem Bundesplatz. Da standen die Frauen das erste Mal auf dem Bundesplatz. So lange hat das gebraucht. Und es waren nur 5.000. Dabei geht das Frauenstimmrecht alle an, auch die Männer natürlich. Und trotzdem kamen dort nur 5.000. Also ihr seht, die Dinge wachsen langsam. Und das geht auch allen anderen Bewegungen. Immer ist das so ergangen. Wenn man sich gegen den Mainstream zur Wehr setzt, wenn man sich auflehnt, wenn man neue Wege sucht, dann muss man klein anfangen. Dann braucht man Geduld. Es braucht Geduld, bis sich das Mehrheitsbewusstsein in einer Bevölkerung ändert, bis mehr Menschen erwachen. Und deshalb dürfen wir keine Hoffnung haben auf schnelle Erfolge. Auch wenn die Zeit drängt, auch wenn die Bedrohung wächst. Aber wenn Souveränität, Selbstbestimmung immer mehr eingeschränkt wird, dann wächst irgendwann auch der Leidensdruck. Dann spüren wir es plötzlich selber. Jeder Einzelne in seinem Leben spürt, irgendwie bin ich nicht mehr frei. Ich bin nicht mehr, ich kann nicht mehr mich selber sein. Nur schon mein Körper kann nicht mehr sich selber sein. Dann spüren wir das und dann merken es immer mehr Menschen in ihrem eigenen Leben und dann beginnen immer mehr Menschen selber zu denken und machen nicht mehr mit. Noch etwas kommt uns entgegen. Und zwar ein Spruch von Wilhelm Busch und Sie kennen ihn alle. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Das ist einer der wahrsten Sprüche, die je ausgesprochen worden sind über unsere Welt und über die Menschheit. Wer hätte vor 3 Jahren, 2021, daran gedacht, dass schon 2 Jahre später diese ganze Pseudopandemie wie ein böser Spuk enden würde und auch von vielen als böser Spuk betrachtet wird, bis in die Mainstream-Medien hinein. Wer hätte gedacht, dass die Maßnahmen, die so knallhart und autoritär durchgezogen wurden, schon 2 Jahre später fast offiziell schon hinterfragt werden? Wer hätte gedacht, dass die Impfung hinterfragt wird? Das alles hätten wir uns nicht vorstellen können 2021. Wir glauben, es wird alles immer schlimmer. Und das hat sich uns einmal mehr gezeigt und das ist der große Trost. Es wird zwar alles immer schlimmer, aber es wird auch alles immer wieder besser. Das ist wirklich so, das ist das Grundgesetz vom Leben. Alles, was wir brauchen.
Alles, was wir brauchen in den nächsten Monaten und Jahren, und ich rede wirklich auch von Jahren, ist Durchhaltewille, Selbstbewusstsein, Glauben an das Gute, Glauben an die Kraft der Liebe. Und alle diese Stichwörter und die Adjektive treffen auf diese Frau in einem besonderen Maß zu. Wer kennt diese Frau? Sehen Sie sie? Das ist Rosalia Wenger. Sie wurde 1906 als uneheliche Tochter eines Dienstmädchens geboren und eines Vaters, der sich dann ziemlich schnell aus dem Staub machte, sodass die Mutter das Kind in die Obhut der Großeltern geben musste. Und so ist sie aufgewachsen in der Nähe von Schwarzenburg im Kanton Bern. Mit 11 wurde sie als Verdingkind, als Verdingmädchen in fremde Haushalte gegeben. Sie hat ihre ganze Jugendzeit verbracht als Verdingkind. Ihr wisst, was das bedeutet hat damals, wenn man so umgeschupft worden ist. Dann, als junge Erwachsene, war sie Dienstmädchen in den verschiedensten Haushalten weiterhin, hat irgendwo geschafft in einer Fabrik, hat x verschiedene Stellen gehabt, hat dann irgendwann eine Berufslehre machen und hat im 32 dann sogar noch endlich den Mann gefunden, wo sie das Gefühl hatte, das ist der Mann von meinem Leben. Aber das war nicht ganz so. Auch er hat sie wie ein Dienstmädchen behandelt und ihr jahrelang verboten, irgendwo hinzureisen und irgendetwas ohne ihn zu machen. Erst als sie schon Mitte 50 war, 1960, wurde sie von ihrem Schwiegersohn ermutigt, sie solle doch ihre Zeit als Verdingkind, als Arbeiterin, als Dienstmädchen und unglückliche Ehefrau aufschreiben. Und nach dem Tod ihres Mannes, ja, mit 72 Jahren, ist dann ihre Autobiografie erschienen, Rosalia G. Und alle, die diese Autobiografie noch nicht gelesen haben, lest dieses Buch, Rosalia G. von Rosalia Wenger. Sie trat dann mit 72 Jahren noch der Frauenbefreiungsbewegung bei und sie starb hochbetagt, aber sie konnte auf ein Leben und eine Geschichte zurückblicken, eine persönliche, wo sie immer mehr zu sich selber fand. Und es könnte sein, wenn sie noch leben würde, dann wäre auch sie heute vielleicht hier, die Rosalia Wenger. Und weil auch sie heute vielleicht hier gewesen wäre, deshalb sind wir ganz bestimmt hier auf dem richtigen Platz. Auf dem Platz einer Frau, die nicht aufgab, die gekämpft hat um genau das, worum es uns auch geht, um die Selbstbestimmung, um die Souveränität. Sie kann uns ein Vorbild sein. Deshalb sind wir heute hier. Aber, da bin ich ganz sicher, wir werden zurückkehren auf den Bundesplatz, wenn die Zeit reif ist. Wenn nicht Hunderte, sondern Tausende kommen, so wie vor einigen Jahren, ist gar nicht lang her, um der Regierung zu zeigen, wir Schweizer Bürgerinnen und Bürger wollen nicht bevormundet werden. Wir werden über unseren Körper selber bestimmen, so wie bisher. Our body, our choice. Das Volk ist der Souverän. Genau. Der nächste Gast auf der Souveränitätsdemo-Bühne ist die französisch-schweizerische studierte Mathematikerin und Lehrerin Chloé Frameri. Sie ist Journalistin, freie, unabhängige Journalistin. Sie ist Autorin, im Moment dran, ein Buch zu schreiben und politisch engagiert für Freiheit und Ordnung. Sie war daher auch im Einsatz gegen die Covid-Maßnahmen. Das hat ihr den Job gekostet, zwar im Jahre 2022 und das an einer Genfer Berufsschule. Bienvenue, Chloé Frameri. Merci beaucoup. Je vais me hisser sur l'estrade. Je vous remercie. Je vous remercie, Nicolas Rimoldi. Je te remercie
Mas Vol, je vous remercie de m'avoir invité à prendre la parole avec vous aujourd'hui en français. J'espère que vous comprendrez mes mots, mais je pense que vous comprendrez l'élan du cœur qui sera là avec les mots et qui sont bien au-delà du sens qu'on donne aux mots. Je suis ici sur cette place où je me trouvais il y a 2 ans et demi avec Urs Hans et beaucoup d'autres d'entre vous pour accueillir Robert Kennedy, rappelez-vous, le 12 novembre 2021. Un très grand moment, avec une place qui était pleine. Aujourd'hui, nous sommes le nombre critique des sentinelles de la liberté et de la souveraineté. La souveraineté, c'est la liberté suprême de décider ce qui est bon pour nous. Et nous comptons bien la garder, cette souveraineté. Quoi qu'en pense l'OMS, quoi qu'en pense le Conseil fédéral, quoi qu'en pensent nos autorités, nos politiciens qui ne se sont jamais mouillés pour la défendre, cette souveraineté. La Suisse a besoin de nous. La Suisse a besoin de son peuple qui s'est mobilisé. Les médias sont aux abonnés absents aujourd'hui, comme durant les années Covid. Rien de nouveau. Mais nous n'avons plus besoin d'eux. Parce que même sans leur soutien, leur information, eh bien, le monde est au courant de ce traité liberticide qui se négocie depuis 3 ans à l'OMS. Ils sont tellement au courant que les dirigeants de l'OMS ont changé leur texte. Les 2 textes qui étaient prévus, accord sur les pandémies, règlement sanitaire international révisé, ont été revus à la baisse. Et la directrice de l'IED, qui est un institut qui évalue les enjeux de la mondialisation à Genève, l'a dit il y a 2 semaines que le soufflet était en train de retomber, que la fenêtre était en train de se refermer, que l'accord sur les pandémies ne passerait pas. Notre voix a été entendue et continuera à être entendue, il le faut. Ces gens-là n'abandonnent pas facilement. Malgré les entraves que nous leur reposons avec de l'information vraie, de l'information qui dérange évidemment le besoin de contrôle de ces organisations supranationales en impunité totale qui ne payent aucun impôt d'ailleurs, eh bien, les textes sont toujours là et la volonté de l'OMS est toujours là pour nous contrôler, nous vacciner, nous surveiller, nous tracer, nous numériser et nous entraver dans nos libertés. Les pays ont pris le relais. La Suisse est en train de réviser sa loi sur les épidémies. Vous savez, la loi de 2012, qui est passée très discrètement devant nos yeux et pour lesquelles nous avions un délai très court pour exprimer notre avis sur cette loi. Cette loi prévoit un renforcement du pouvoir donné au Conseil fédéral. Il s'agit maintenant de récupérer notre souveraineté intérieure, de croire en nous, de ne plus nous laisser manipuler, de ne plus obéir aveuglément. L'accord sur les pandémies, ce sera non. Le règlement sanitaire international révisé, ce sera non. L'agenda 2030, ce sera non. Nous exigeons une sortie immédiate de toutes ces organisations internationales qui nous entravent. Sortie immédiate de l'OMS, sortie immédiate de l'ONU. Nous ne voulons plus avoir affaire avec ces gens. Je vous remercie pour votre attention. Le combat continue. Et plus que jamais, restons souverains et restons libres. Liberté! Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vorher hatte ich zu kühl, jetzt habe ich zu heiß. Aber was ich ganz sicher bin, ist, dass wahrscheinlich in Kürze der heißeste Mai der
der letzten 150.000 Jahre ausgerufen wird. Aber ich weiß trotzdem nicht, was anziehen, und im Bikini geht es doch nicht momentan. Der nächste Gast auf der Bühne hier ist Jean-Luc Adam, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist auch Anwalt und SVP-Nationalrat für den Kanton Wallis. Er ist ebenso Präsident von ProTel. Wahrscheinlich wäre es einfach aufzuzählen, was er nicht ist. So viele Engagements. Er ging bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, nur um da herauszufinden, dass sich unsere Judikative in eine gefährliche Instanz entwickelt hat, die größtenteils nur noch dem Selbstzweck dient. Jean-Luc Adam, herzlich willkommen. Merci. Bon, je vais aussi vous parler en français. D'abord, si vous m'autorisez, d'abord pour vous dire que j'étais UDC avant la crise du Covid et je le suis toujours, parce que l'UDC, c'était presque le seul parti qui a eu le courage de tenir bon quand même dans toute cette sombre histoire. Moi aussi, j'aurais voulu pouvoir parler et que vous puissiez vous retrouver sur la place fédérale. Moi aussi, j'aurais voulu qu'au lieu d'être dans cette espèce de quartier sans âme, eh bien, on puisse espérer avoir l'écho que le peuple n'a pas obtenu suffisamment, presque pas, à vrai dire, de la part du monde politique qui s'agite dans le palais fédéral. Mais on voit que ce n'est pas le cas. Et pourquoi ce n'est pas le cas? Ça a déjà été dit. Ben, je pense que depuis que les mesures Covid ont été levées, les Suisses ont sombré à nouveau dans leur petit confort quotidien. Et il faut quand même, et c'est pour ça que c'est très important que nous soyons ici réunis, il faut que certains gardent la flamme, parce que nous savons tous que ça ne va pas s'arrêter et que si nous n'y prenons garde, ce que nous avons vécu, ça va se reproduire. Alors si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est d'abord justement parce que nous n'avons pas oublié ce que nous avons subi pendant deux ans, deux longues années d'une crise sanitaire peut-être, mais surtout d'une crise de gouvernance et d'une crise des libertés. Deux ans pendant lesquels l'état de droit a été mis quasiment entre parenthèses, avec des restrictions jamais vues à nos libertés et à nos droits fondamentaux, avec une société, avec des familles fracturées par des mesures disproportionnées et discriminatoires. Et franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien aussi, de voir ici rassembler tous ceux qui, ou une partie de ceux qui, pendant cette période noire, ont osé, parce qu'il fallait avoir du courage, ont osé résister. C'est aussi rassurant, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, de voir ici rassembler tous ces Suisses qui ont compris que ce combat essentiel pour nos droits fondamentaux, pour nos libertés, pour notre souveraineté, ce combat n'a justement et malheureusement pas pris fin avec la levée des mesures Covid. Ce combat, il continue, en particulier à l'heure où notre souveraineté est attaquée de toutes parts, presque tous les jours, avec hélas des autorités qui, dans leur majorité, sont prêtes à capituler plutôt que de s'engager pour la Suisse et pour les Suisses d'abord, pour leurs droits et pour leur liberté. J'ai dit que notre combat doit continuer. C'est qu'en coulisses, en secret, sans aucune participation de notre Parlement, par des cénacles dépourvus de toute légitimité démocratique, il se prépare à l'OMS un accord sur une gestion mondiale des pandémies et une révision du règlement sanitaire international. L'OMS, c'est tout un programme, si on peut dire. L'OMS, vous le savez, ce n'est pas simplement une organisation internationale, c'est une organisation sous influence. Influence d'État, à commencer par les États-Unis,
mais surtout de privé. On pense en particulier à notre grand ami Bill Gates. Et last but not least, sous influence, comme par hasard, du lobby de la vaccination. Le secret qu'on nous cache, c'est évidemment le fantasme, sous couvert d'oripeaux sanitaires, de mettre en place les mécanismes d'une gouvernance mondiale. Le mondialisme, pour moi, c'est la mort des peuples, c'est la mort des identités, c'est la fin des souverainetés nationales, c'est la fin de notre démocratie directe, c'est la fin de nos droits et de nos libertés au profit d'une clique sans aucune légitimité démocratique. C'est ce qui se passe, ce qui se prépare en secret, contre nous, contre le peuple, contre les peuples, dans les coulisses de l'OMS. Et ce qui se prépare, on pourrait le résumer par cette plaisanterie, mais une plaisanterie malheureusement un peu sérieuse. Vous avez aimé la gestion de la crise Covid par Alain Berset. Eh bien, vous allez aimer celle des crises à venir par l'OMS et par ses vaccinateurs. Ces manœuvres, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas les laisser dans le secret. Nous devons braquer justement nos projecteurs sur ces secrets, nous devons braquer sur eux les projecteurs de la liberté. Nous ne devons pas nous laisser confisquer nos droits et nos libertés, pas plus que notre démocratie directe, ni que notre souveraineté. Voilà pourquoi l'UDC, j'ose le dire quand même, hélas, bien seul, demande que cet accord de l'OMS et cette révision du règlement sanitaire international soient soumis au Parlement et au peuple. Il en va de même dans un autre domaine essentiel pour l'avenir de notre souveraineté et de notre identité, pour ce qui concerne le pacte mondial sur les migrations. Ce qui se trame avec un Parlement une fois encore hors jeu, cette fois-ci sous l'égide de l'ONU, c'est une tentative de déposséder les États de leur souveraineté dans la gestion de l'immigration. Bonjour, le grand remplacement. Ça non plus, l'UDC ne le laissera pas faire dans le dos du Parlement ni du peuple, et vous non plus, je le sais. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'ensemble, nous avons lancé l'initiative pour la souveraineté, qui est aussi une initiative pour les libertés. Par là, puisque malheureusement la majorité du Parlement et du gouvernement est prête à capituler, nous voulons donner aux Suisses un moyen de reprendre leur destin en main. Accord de l'OMS, règlement sanitaire international, pacte sur l'immigration, ce n'est pas tout malheureusement. Parlons encore du mandat de négociation avec l'Union européenne, élaboré là encore en secret. C'est une habitude, c'est pour le Conseil fédéral un moyen de faire rentrer par la fenêtre ce que nous croyons avoir réussi à chasser par la porte avec le refus de l'accord cadre institutionnel. L'objectif du lobby européen, un lobby que j'ose qualifier d'anti-suisse, il faut le dire, reste inchangé. C'est de faire de notre pays une forme de colonie de l'Union européenne au prix très cher d'ailleurs, parce que ça nous coûterait chaque année des milliards, au prix de notre souveraineté et de notre démocratie directe, entre autres. Chloé a eu raison tout à l'heure de parler du processus de révision de la loi sur les épidémies. Parce que si les mesures ont été levées, certaines bases légales restent, et pire encore, certains imaginent, alors même qu'on n'a jamais voulu dans ce pays se donner les moyens d'une vraie enquête sur tout ce que nous avons vécu, sur ses véritables causes, etc., eh bien, ce qui se cache derrière ce projet, c'est une tentative d'ancrer dans la loi les bases légales de la dictature sanitaire que nous avons si souvent dénoncée.
Donc ça, évidemment que nous tous ici, j'imagine, resterons très attentifs à ce qui va sortir des cuisines du Conseil fédéral maintenant que la consultation est terminée. Et pour terminer justement, en restant sur le terrain de nos droits et de nos libertés, nous devons nous mobiliser le 9 juin pour l'initiative pour la liberté et l'intégrité physique. C'est un outil essentiel justement pour éviter de revivre ces discriminations intolérables que nous avons vécues pendant si longtemps, pendant 2 ans, sous prétexte de Covid. Cette initiative, elle ne vise pas juste à réaffirmer le principe trop longtemps bafoué de l'autodétermination en matière vaccinale, c'est vraiment une initiative contre les discriminations et pour les libertés. Alors, je dirais ceci, résistants de tout le pays, unissons-nous, signons et continuons à faire signer, c'est là notre initiative pour la souveraineté. Allons voter le 9 juin et faisons voter pour cette initiative pour la liberté et l'intégrité physique. Et dans l'immédiat, profitons de la fin de cette journée de mobilisation pour la Suisse et pour les Suisses. Merci. Der nächste Nikolas, der auf die Bühne kommt, braucht kein Podest. Das liegt wohl am Namen. Nikolas Rimoldi ist Organisator von unzähligen Demonstrationen, so auch der heutigen hier. Er hat ebenso viele Initiativen aufgegleist, Unterschriften, Sammlungen organisiert und realisiert. Er setzt einen Großteil seiner Zeit für die Freiheitsbewegung ein. Unter uns, wenn wir ganz ehrlich sind, sein erstes Ziel ist es, die Schweiz violett zu färben. Das hat man kürzlich, hat das ein bisschen übertrieben, da war der Nachthimmel so violett, pink. Und dann haben wir ihm angerufen von Hoch 2 und haben gesagt, Nikolas, jetzt übertreibst du es. Aber wir müssen sagen, er ist dermaßen entschlossen, ins Bundeshaus zu kommen, dass er dies nun sogar tut, ohne dafür bezahlt zu werden. Nikolas Rimoldi, herzlich willkommen auf deiner Bühne. Verehrte Freiheitskämpfer, es ist mir eine ganz große Freude, heute hier vor euch stehen zu dürfen und euch Grüße der antiglobalistischen Aktion europaweit ausrichten zu dürfen. Unsere Freunde in Bulgarien, in Ungarn, in Schweden sind heute nicht hier, denn sie haben Europawahlen am 9. Juni und dort wünschen wir ihnen ganz, ganz viel Erfolg, damit auch das EU-Parlament endlich wieder souverän wird. Wisst ihr, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Das sind diese Wochen jetzt. In dieser Zeit heute entscheidet sich, ob wir und unsere Nachfahren in Freiheit und Würde leben oder als Sklaven des globalistischen Systems untergehen. Alles, was die Schweiz ausmacht, direkte Demokratie, Dezentralisierung, bewaffnete Neutralität, Freiheitsrechte, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Subsidiarität und Föderalismus werden von unseren Politikern im Bundeshaus vernichtet. Aber wir stehen hier und heute, weil wir das nicht dulden! Die Situation heute ist eigentlich sehr einfach zu verstehen. Das Grundproblem unserer Zeit sind die internationalen Verträge, die uns die Souveränität rauben und die Grundrechte abschaffen. Davon gibt es leider einige. Den WHO-Pandemiepakt, die IGV, das EU-Rahmenabkommen, bald die zweite Fassung davon,
ein drohender NATO-Beitritt, wie auch der ganz neu angekündigte Zukunftspakt der UNO. Ihr seht, wir haben echt viel zu tun. Es gibt viel Arbeit, die wir alle noch zu erledigen haben. Denn alles, wofür die Generationen vor uns gekämpft haben, steht in Frage. Sie schauen von oben auf uns herab. Denn all ihr Leid wäre vergebens, wenn wir scheitern. Alle ihre Schlachten wären vergebens, wenn wir scheitern. Alle ihre Opfer wären vergebens, wenn wir scheitern. Doch so weit wird es nicht kommen. Ich weiß aus tiefstem Herzen, wir werden siegen. Und an die Feinde der Freiheit sei gesagt, noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es gnade euch Gott. Wir sind heute hier, weil es dunkel wird in der Welt. Die Fackel der Freiheit steht kurz vor dem Erlischen. Wir sind heute hier, weil wir nicht schweigend in die Nacht gehen. Die globalistische Dämmerung lauert und die Freiheit liegt im Sterben. Wir sind heute hier, weil wir uns die Souveränität nicht nehmen lassen. Lieber aufrecht sterben, als auf Knien leben. Freiheit oder Tod! Übermorgen, am 27. Mai, tagt die Weltgesundheitsversammlung der WHO. Mit dem Pandemiepakt und den IGV ist der globale Staatsstreich geplant. Und heute lese ich überall, dass Menschen an der Vogelgrippe erkranken würden. Das Panikorchester spielt wieder auf. Aber diesmal mit CBDC, 15-Minuten-Städten, digitaler ID und NATO-Krieg. Immer diese zeitlichen Zufälle. Ist das nicht faszinierend? Gleichzeitig aber gibt es Grund zur Hoffnung. Wir lesen, dass viele afrikanische Länder sich dem Souveränitätsverlust durch die Globalisten entgegenstellen. Von Afrika zu lernen, heißt Souveränität zu lernen. Die WHO-Dirne, Professor Stöhr, lässt sich auch nun im Mainstream zitieren. Mit der Vogelgrippe hätten wir dann eine Pandemie, die schlimmer wird als Corona. Was gibt es doch Überzeugenderes für die Staaten dieser Welt, für die Abstimmung übermorgen, als eine neue Pandemie? Aber wir stehen hier, denn Maßvoll war die erste Organisation europaweit, die sich gegen den WHO-Pandemiepakt stellte. Mit diesem Banner zogen wir Anfang 2022 durch Bern. Mit diesem Banner gingen wir direkt vor den Haupteingang der WHO in Genf und trugen den Protest vor die Haustüre. Wir schrieben Briefe, organisierten Kundgebungen und informierten unsere Mitmenschen. Wir führten Referenden durch und starteten die Souveränitätsinitiative. Wir organisierten große Demonstrationen und wir mobilisierten die Jugend. Und wir wachsen nach wie vor, werden stärker von Tag zu Tag. Schließt euch uns an! Denn unser Freiheitskampf hat Erfolg. Diesem Kampf gegen den Pandemiepakt schlossen sich viele, viele Organisationen und Menschen an. Die WHO nun heute weicht taktisch zurück. Der WHO-Pandemiepakt wurde nun um ein Jahr verschoben. Tedros sagt jedoch, Zitat, das ist kein Scheitern. Bedeutet, sie machen nach wie vor weiter. Gewonnen haben wir noch nicht. Und schauen wir zurück,
2020 und in den Jahren, die folgten, da gab es auch keinen Pandemiepakt und keine revidierten IGV und kein neues Epidemiengesetz. Sie brauchen das alles gar nicht, um über uns die totalitäre Hölle hereinbrechen zu lassen. Es ist auch keine Überraschung, dass man nun einen Ueli Maurer schickt, das WEF-Motto 2024 zu erfüllen, Vertrauen ins System zurückzugewinnen. Er soll die Bewegung schwächen, während gleichzeitig Schachfiguren wie Alain Berset als Generalsekretär des Europarats, unterstützt von der SVP, in Stellung gebracht werden. Doch maßvoll wird keinen Millimeter weichen. Wir lassen uns nicht täuschen. Zu viel Schaden haben die Globalisten unserer geliebten Schweiz angetan. Viele Menschen wurden durch die menschenverachtende Corona-Politik ermordet. Unzählige leiden noch heute an massiven Impfschäden. Insofern ist Gnade für die Täter Schändung der Gräber ihrer Opfer. Und natürlich werden die Globalisten weiterhin die Bürgerrechtsbewegung mit allen Mitteln attackieren. Diffamierungen, Lügen, Spaltungen, Infiltratoren und gewöhnlichen Verrätern. Sie werden versuchen, uns zu trennen, die Vide et Impera. Aber sollen sie kommen, Molon Labe, wir stehen gemeinsam. Das globalistische System hat mit allen Mitteln versucht, maßvoll und mich selbst zu vernichten. Doch wir stehen noch immer. Wir haben alles erlebt und überlebt. Die violette Flagge der Freiheit weht noch immer stärker als je zuvor. Dass wir hier noch stehen, ist unser größter Erfolg. Dass wir uns nie haben wehren lassen, dass wir uns nie haben spalten lassen, das ist der größte Erfolg der Bewegung. Und in unserem Zeichen werden wir gemeinsam siegen. Und natürlich schreiben die Globalisten, dieses vaterlandslose Lumpenpack, es seien zu wenige Menschen am 27. April auf dem Bundesplatz gestanden. Nun, das ist alles eine Frage der Perspektive. Wer lieber den Geburtstag der Katze feiert, ins Schwimmbad geht oder an dekadente Partys, ist hier fehl am Platz. Denn nicht in den Händen der Masse liegt das Schicksal der Nation, sondern in den Händen der Mutigen, die hier stehen. Und das sind eure Hände. Und was mich persönlich anbelangt, ich kann nicht feiern, während wir in Babylon leben. Ich kann meine Zeit nicht in Badehosen verschwenden, während Stalingrad dämmert. Und ich kann nicht tausend Ausreden finden, um nicht heute hier mit dem Widerstand zu stehen, am Wendepunkt der Geschichte und für die Freiheit zu kämpfen. Ich selbst, ich vergesse nicht und ich vergebe nicht. Denn ich bin weder Joe Biden noch Jesus. Ich sage euch, es genügt nicht, den WHO-Pandemiepakt und die IGV zu stoppen. Weitere Verträge drohen und mit ihr das Ende der Schweiz. Sei dies der Anschluss an die NATO, das EU-Rahmenabkommen, der UNO-Flüchtlingspakt, der Migrationspakt oder eben der UNO-Zukunftspakt. Wir müssen diese menschenfeindlichen Organisationen nicht nur verlassen, wir müssen sie vernichten, zum Wohl der Menschheit. Es liegt in unseren und nur in unseren Händen, ob Generationen nach uns als freie Menschen leben oder als Sklaven leiden. Die Souveränität von Volk und Staat
retten nur jene, die auch bereit sind, dafür einen hohen Preis zu bezahlen, wie beispielsweise ins Gefängnis zu gehen. Beenden wir diesen Kampf siegreich, kämpft mit maßvoll, Seite an Seite für eine Zukunft, in der es sich zu leben lohnt. Sieg oder Tod, alles für die Grundrechte, alles für die Souveränität von Volk und Staat, alles für die Schweiz. Dankeschön. Ja, ich habe vorher gesagt, Nicolas braucht kein Böckli. Nach dieser Rede muss ich sagen, er braucht auch kein Mikrofon, eindeutig nicht. Wir haben heute hier vermutlich irgendwie Schleichwerbung von der Schokoladenindustrie, weil wir hatten Nicolas Lind hier. Jetzt auf der Bühne darf ich Michelle Gaye begrüßen und von ihr weiß ich garantiert, dass sie sich von ihrer besten Schokoladenseite zeigen wird. Sie ist Rechtsanwältin. Sie ist Präsidentin vom Mouvement Fédératif Romand und sie waren zu Recht, und das hat sie auch bei uns bei Hoch 2 im Studio schon gemacht, werden die internationalen Gesundheitsvorschriften angenommen, wird der Bundesrat zum reinen Vollstrecker der WHO. Michelle, ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Bienvenue, Michelle. Et nous te remercions. Merci beaucoup. Bonjour Berne, merci Nicolas de m'avoir invité aujourd'hui pour représenter le mouvement fédératif romand. Alors après toute l'extériorité de Nicolas, je vais essayer de passer un peu plus d'intériorité. Voilà, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas, disait André Malraux dans les années 70. Et il semble bien qu'il ne se soit pas trompé. Il va nous falloir faire des choix. Le globalisme ou la souveraineté, l'inversion des valeurs ou les valeurs retrouvées, le mensonge ou la vérité, la laideur ou la beauté, l'humain augmenté ou l'humain authentique, l'humain dégenré ou la femme et l'homme, la peur ou l'amour. Dans quelques jours, l'Assemblée générale de l'OMS se réunira. Alors sera discuté le sort des peuples du monde. Deux accords majeurs seront soumis au vote des délégués. Deux accords qui scelleront, ou qui ne scelleront pas, du moins pour le moment, l'idéologie galopante des mondialistes, leur nouvel ordre mondial et la gouvernance qui en découle. Bien sûr, tout cela avec l'aide active et dévouée de nos gouvernements et de nos parlements qui ont oublié leur devoir premier, être au service du bien commun. Deux accords sur la santé, ou plutôt sur le business, non pas de la santé, mais de la maladie. Car des gens malades, ça rapporte de l'argent. Et puis en passant, on y a ajouté la santé animale, l'environnement, le climat, les guerres, les flux migratoires, finalement tous les comportements humains dans une gestion totale du vivant, One Health. Concept d'ailleurs repris dans la révision de notre loi sur les épidémies avec un petit plus de nos autorités. Qui ose encore croire aux mensonges de l'OMS après le scandale de la fabrication de la pandémie du Covid qui a rapporté des milliards à la pharma et à ses actionnaires? Qui peut croire que l'OMS a pour objectif la santé des peuples lorsqu'on sait qu'elle est financée à 80% par des dons qui sont accrédités au domaine choisi par les donateurs, surtout préoccupés par leur santé financière florissante, sous un couvert de philanthropie bonne pour leur image? Cela relève d'un cynisme rarement atteint. Eh oui, pardonnez-moi l'expression, mais on se fout totalement des individus. Qui peut croire que l'OMS est libre de sa politique quand on sait qu'elle est largement financée par des privés, donc des personnes non élues qui font partie de lobbies pharmaceutiques par exemple, ou de banques ou de fondations? Follow the money. Cet adage marche à tous les coups.
Non, l'OMS n'est pas là pour votre santé ou la mienne, elle est là pour faire profiter de milliards d'euros une poignée d'individus sans foi ni loi, sauf celle du profit à tout prix. Et tout cela avec le consentement et même l'aide de nos gouvernements qui au mieux sont stupides, au pire sont partie prenante, avec une préférence pour cette option, tant la corruption est présente dans toutes les strates de nos démocraties émiettées par ces gens-là. Nous voilà pris en otage dans ce coup d'État planétaire doublé d'un hold-up sur nos richesses. Et nous nous retrouvons là, démunis, dégoûtés, écœurés, désespérés. Oui, toutes ces institutions sont les responsables de cette débâcle. Oui, rien ne va plus. Oui, notre paysage quotidien voit chaque jour ses couleurs s'affadir, et ça au propre comme figuré. Chaque jour, nous sommes soumis à une immersion dans les abîmes du mensonge ou de la post-vérité, dans les abus sous toutes leurs formes, dans la laideur, la vulgarité ou l'abandon complet de toute forme de discernement. Et ma mère de 90 ans de vous dire, on marche sur la tête. On a beau chercher partout, ce n'est que désolation du sol au plafond, ou plutôt de la terre au ciel. Mais à qui la faute? Qui sont les responsables? À qui devons-nous nous en prendre? Vers quelles instances porter nos doléances? Pauvre peuple perdu dans les affres, pauvre peuple souffrant mille morts, et pauvre peuple qui a cessé de réfléchir pour se laisser conduire à l'esclavage par des élites qui le connaissent mieux que lui-même. Certes, oui, ces élites abusent, mais elles ne font qu'occuper le terrain que nous avons depuis très longtemps déjà déserté. Les lobbies, les personnalités politiques, les centres de pouvoir parallèles se réjouissent de cette souveraineté que nous avons oubliée. Elles ne font qu'utiliser le système, certes corrompu, parce que, par paresse sans doute, nous avons préféré fermer les yeux pour continuer de ronronner. Combien de temps allons-nous encore ronronner? Combien de temps allons-nous encore nous laisser abuser? Combien de temps avant que nous sortions de notre peur? Comment sommes-nous passés en quelques décennies d'individus en quête d'autodétermination à de pauvres airs abrutis par le prétendu progrès et dont la réalité réside dans un plongeon au cœur de nos écrans? Notre réalité se résume à prendre pour vérité ce qui sort d'un minuscule écran, cette toute petite fenêtre entièrement contrôlée par ceux que nous avons laissé prendre les commandes. Nous ne savons plus dire non, parce que le prononcer, c'est devoir en assumer la responsabilité. Alors, bien sûr, nous avons mille excuses, et la meilleure, c'est certainement la peur et notre besoin de sécurité. La peur et le besoin de sécurité ne sont que trop souvent des mirages dans le désert. La sécurité. Combien de sacrifices sur son autel? Comme par exemple nos libertés fondamentales. Nous l'avons pourtant expérimenté dans nos chairs et dans nos âmes il n'y a pas si longtemps. Il y a malheureusement fort à parier que nous le referions, quitte à perdre notre liberté pour une bouchée de pain et des jeux. Nous sommes en crise, une crise politique, une crise économique, une crise financière, une crise sociale, une crise sanitaire, une crise écologique, une crise technologique, une crise psychologique, une crise philosophique, une crise de confiance. Nous sommes en crise spirituelle. Nous subissons une poussée de fièvre caractérisée par la densification de notre être, par un abus de matérialité. Si nous sommes des êtres de matière, il n'en demeure pas moins que nous avons fondamentalement besoin de transcendance. Nous nous tenons debout, maintenus entre le ciel et la terre, et l'un est indispensable à l'autre. Au moment de faire un choix, nous sommes animés par deux élans, l'amour ou la peur. Plus notre cœur s'ouvre, et plus la peur nous abandonne, et plus nos choix sont assumés, lumineux, inspirants. Plus la peur règne, plus notre cœur se referme, plus nos choix sont de simples réactions émotionnelles immédiates. Ce que nous pouvons observer à l'extérieur n'est rien d'autre que notre reflet intérieur. Le combat que nous livrons ensemble, aujourd'hui et depuis 2020, pour sauvegarder nos libertés et nos souverainetés, est surtout et avant tout le combat de chacun avec sa propre intériorité.
La souveraineté d'une nation, ce n'est que la somme de toutes les souverainetés de ses citoyens. Et il est capital d'avoir intégré cette notion. Alors, est-il besoin de poser des actes lorsque l'on a saisi que tout se passe dans un affrontement quotidien de nos zones d'ombre et de lumière en notre huis clos personnel? Mais les actes sont importants. Ils montrent notre détermination et assaillent notre foi. Ne courons pas après l'efficacité de ceux-ci, gardons juste assez d'humilité pour penser que nous semons des graines et qu'un jour, peut-être, nous les verrons pousser. On ne change pas un système en place en s'y opposant, disait Einstein, mais en créant un nouveau système qui rende le précédent obsolète. C'est donc jour après jour que nous pouvons restaurer un système vertueux dans lequel chacun sera souverain, libre, conscient et solidaire. Un système qui intègre la conscience du tout et de chaque partie du tout. Sur un plan plus élevé, c'est un affrontement entre le diabolique et le divin qui se joue. L'un ne pouvant exister sans l'autre, tout comme l'ombre n'existe pas sans la lumière. On réside en chacun de nous l'identique reproduction, un combat entre notre propre obscurité et notre propre lumière, et notre salut se trouve en son juste équilibre. Reprenons notre souveraineté personnelle, spirituelle, puis celle de nos nations. Ensemble, veillons, souverains chez nous, souverains en nos cœurs et en nos âmes. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je vous remercie. J'ai encore deux toutes petites choses à vous dire. La première, c'est que le 9 juin, je sais que Jean-Luc l'a déjà dit, que Chloé l'a déjà dit, mais je vais le répéter, c'est très important que vous alliez voter pour cette initiative pour l'intégrité physique et la liberté vaccinale. Extrêmement important. Donc le 9 juin, on vote un grand oui. Ça, c'était pour la première chose. Et la seconde, c'est la semaine prochaine, samedi prochain, à Genève. Il y aura vraiment une immense manifestation où, normalement, il doit y avoir des gens du monde entier, en tout cas de toute l'Europe, qui vont venir. Il y aura une quarantaine de speakers du monde entier, dans différentes langues. Donc, vraiment, venez nombreux. Je pense que ça va être un grand moment, un moment historique, en tout cas, on l'espère, et ça sera grâce à vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ja, zuerst Wind, dann Sonne, jetzt Regentropfen. Ich bin zumindest beruhigt, weil ich weiß, dass der nächste Redner weder Wind noch Regen scheut. Er ist unermüdlich unterwegs im Kampf für die Freiheit und heißt Richard Koller. Er ist Präsident der Freiheitlichen Bewegung Schweiz und Initiator zahlreicher Volksinitiativen. Die letzte erfolgreiche Volksinitiative wurde soeben von Michel Gaillet erwähnt. Und zwar geht es hier um die Kurzstopp-Impfpflicht-Initiative oder eben auch Initiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit, die am 9. Juni jetzt zur Abstimmung kommt. Richard Koller schämt sich nicht, für seine Anliegen und die Anliegen der Menschen auf die Straße zu gehen. Er schämt sich auch nicht und ist sich nicht zu schade, vor 10 Menschen zu sprechen, wenn das nötig ist, um die Leute aufzuwecken. Denn er weiß, jeder Sturm hat einmal mit einem lauen Lüftchen begonnen. Herzlich willkommen, Richard Koller. Ja, hallo. Hallo, Menschheitsfamilie. Warum stehen wir heute hier? Weil wir eine Bedrohung erkennen. Weil wir wissen, dass unsere Freiheit, und Nicolas hat es schon gesagt, unsere Freiheit und unsere Unabhängigkeit bedroht ist. Im Jahr 1992-93 hat das Schweizer Volk gegen alles, gegen das ganze Establishment, gegen alle Zeitungen gesagt, wir wollen nicht in den EWR, wir wollen nicht in die EU. Und genau das will ich heute doch von euch auch wieder sehen, dass ihr hinsteht und sagt, wir sind ein Volk,
Wir wollen das nicht mitmachen. Scheißegal, ob Establishment, scheißegal, wer da dahinter steht, ob es eine Gavi, eine WHO oder sonst wer ist. Und für das müssen wir alle gemeinsam kämpfen. Und maßvoll muss ich hier mal wirklich separat erwähnen, weil maßvoll ist in unserer Volksabstimmung, die am 9.6. zur Abstimmung kommt, für Freiheit und körperliche Unversehrtheit der einzige Verein, der etwas dazu beigetragen hat mit My Choice, My Body, My Choice und hat hier uns unterstützt. Wir haben eine, ich bin nicht alleine auf dieser Welt, ich kann nicht drei Volksinitiativen zum Erfolg führen. Ich habe sehr viele Leute, die mich unterstützen. Man versucht mich immer ein bisschen als den alleinigen Kämpfer hinzustellen. Nein, das bin ich nicht, aber wir sind außen vom Maß voll schwer enttäuscht, weil die Vereine haben nichts dazu beigetragen, dass wir am 9.6. die Volksinitiative gewinnen können. Und wir müssen diese Volksinitiative gewinnen. Warum? Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit, Stopp Impfpflicht. Was heißt das, wenn wir gewinnen? Es steht hier in dieser Zeitung, nur 8 Seiten, ist immer wieder erwähnt. Wenn wir diese gewinnen, dann kann doch der WHO-Vertrag ist doch nicht mehr sein Papierwert, wo er draufsteht. Weil jeder Mensch in der Schweiz sagen kann, ihr könnt schon befehlen, dass ich mir eine Impfung reinjagen lasse. Aber ich sage nein und ich kann nicht bestraft, nicht sozial und beruflich benachteiligt werden. Und deshalb ist dieser Vertrag doch für die Füchse. Der Bundesrat. Der Bundesrat müsste die Verfassung außer Kraft setzen, weil wir in die Verfassung geschrieben haben, wir wollen nicht geimpft. Und wir wollen nichts in unserem Körper, was du uns befiehlst, sei das der Bundesrat oder sei das die WHO. Und deshalb ist am 9.6. und dafür müsst ihr jetzt wirklich noch ein bisschen kämpfen, am 9.6. ein Ja zur Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, ein unbedingtes Muss und wir haben gute Chancen. Wir werden immer von der Presse runtergemacht. Ja, ihr habt ja keine Chancen. 27-29% Zustimmung. Ja, aber die können ja nicht rechnen. Die haben keine Ahnung. Nee, sie machen es absichtlich. Sie wollen uns schlecht, eine schlechte Moral, eine schlechte Einstellung zuschanzen. Ich rechne es euch einmal vor. Eine kleine Rechnung. 5,6 Millionen Menschen in der Schweiz sind stimmberechtigt. Ja? Normalerweise haben wir von diesen 5,6 Millionen so 45-50%, die abstimmen gehen. Das gibt auch 2,8 Millionen. Die gehen abstimmen. Und am 28.11.2021 haben 1,36 Millionen Schweizerinnen und Schweizer Nein zum Covid-Gesetz gesagt. Und wenn wir jetzt das durchrechnen bei 2,8 Millionen, die abstimmen gehen, wenn schon nur diese, die Nein gesagt haben, sind wir ja schon bald bei 50%. Und wenn wir hier rechnen, dass diese Zeitung, wir haben noch Spender gefunden, die uns unterstützten, leider nicht die Vereine, aber die Spender, haben wir 500.000 dieser Zeitung in die Briefkasten gebracht. Und mit denen werden wir doch noch 70.000 Menschen finden, die sagen, ich habe es erlebt mit der Impfung, ich bin auch ein Impfopfer. Und deshalb, am 9.6., wenn wir gewinnen, ist der WHO-Vertrag mal für die Schweiz ein ganz anderes Thema. Wenn der Bundesrat den WHO-Vertrag an uns vorbei unterschreibt, haben wir ein anderes Problem, dann brauchen wir neue Politiker. Und so müssen wir in Zukunft operieren. Danke vielmals, stimmt ab, holt Zeitungen, verteilt sie. Herzlichen Dank für alle. Dr.
Ahmed Marco Kaimi ist seit 32 Jahren niedergelassener Arzt und Schulmediziner. Doch die Praxis ist ihm nicht genug, fordert ihn nicht genug heraus. Denn seit 5 Jahren betreibt er auf YouTube und Rumble seinen Blog. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich. Mit dem Kaimi-Report mit fast 40.000 Abonnenten. Kann man abonnieren, sollte man machen, wenn man sich gut unterhalten lassen will. Marco wird auch genannt der Master of Disaster und ist leidenschaftlicher Kabarettist mit ganz spitzer Zunge. Und ich hoffe jetzt mal und wünsche mir, dass wir die jetzt auch zu hören kriegen. Danke vielmals, Marco Kaimi. Salut zusammen. Namaste, Namaste. Liebe Schweizer, liebe deutschsprachigen Freunde, Nicola Rimoldi, vielleicht kennt ihn jemand, hat mir den Auftrag gegeben, über das Thema der Mensch als Individuum im Hier und Jetzt zu sprechen. Ich nenne es von Affen, Füchsen und Hühnern. Nun, je älter das ich werde, umso mehr bin ich davon überzeugt, dass dieser Planet Erde von anderen Planeten als Irrenanstalt des Universums benutzt wird. Es ist tatsächlich sehr individuell hier. Seht euch um, wer ist denn noch hier? Ein Grüpplein der aufrechten Bürgerrechtler. Wo sind die anderen? Vielleicht beim Shoppen, bei der Siesta. Ich befürchte, sie sind in ein tiefes Bürgerkoma gefallen, zusätzlich sediert von der WHO und ihren Pharmaschergen. Ich reiße mir auf meinem Kanal Kaimi Report den Arsch auf und produziere jeden Tag mindestens ein Video genau zu hier und jetzt. Und die meisten weigern sich, ein kostenloses Abo auf Rumble, wo wir noch sagen dürfen, was wir wollen, zu machen und um die Reichweite, die wir so dringend als Bürgerbewegung brauchen, zu erreichen. Das, meine Damen und Herren, sind Leute von uns und das sind armselige Gestalten, nicht besser als die Lockdowner, die Maskenanbeter und die Impffetischisten, die sie zu bekämpfen angeben. Mein Respekt, man sieht die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht. Mein Respekt und Dank gilt den Organisatoren, die nicht müde werden, solche Events zu organisieren, um oft als Dank einen Tritt in den Hintern zu bekommen von Leuten aus unseren Reihen und wenn es nur wenige Tage vor den Nationalratswahlen ist. Applaus für die Organisatoren hier. Jedes Volk bekommt die Regierung und die Gesundheitsversorgung, die sie verdient. Jedes. Die neueste Empfehlung, die Sonne definitiv meiden wegen Hautkrebs. Wir sollen zudem dauernd Sonnenbrille tragen. Ich bin mal folgsam. Im Zweifel mit Maske natürlich. Wie geil ist denn das? Maske und Sonnenbrille, die perfekte Mutation zur dehumanisierten Kreatur auf dem Planeten der Pharma-Zombies. Wer aber die Sonne meidet, endet an der Sonde. Ich frage euch, hat die WHO schon irgendeinmal etwas anders auf die Reihe bekommen als das Ausrufen von Pandemien und dubiosen Impfkampagnen? Oh, sie hat ein neues Projekt, One Health. In Mannheim gibt es bereits ein Institut für planetare Gesundheit unter Professor Michael Eichinger. Macht euch das keine Angst im Hier und Jetzt, frage ich euch? Ja, die WHO, an deren Spitze kein Arzt, sondern ein Marxist und Terrorist steht, an dessen Hände kein Blut klebt, nein, sondern der seine Hände im Blut von Unschuldigen und Ahnungslosen tränkt. Früher in Äthiopien,
kürzlich im Existenzblut der Ausgeschlossenen, Eingesperrten und jetzt Geboosterten. Und er wird es wieder tun. Und wenn er selbst wieder eine Pandemie ausrufen muss, als Disease X oder als Affe inmitten von Affenpocken. Schon heute Abend werden die Mainstream-Medien berichten. Oh, der Arzt Kaimi hat Tedros als Affen bezeichnet. Oh nein, so etwas würde ich nie tun. Das wäre in der Tat eine schwere Beleidigung für alle Affen. Übrigens, Nicola, du kannst sehr beruhigt sein. Die Vogelgrippe wird nicht lange Bestand haben. Irgendwann wird so ein perverser Vogel auf ein Schwein steigen und dann haben wir wieder Schweinegrippe. Freunde, hören wir auf, davon zu reden, dass es noch viele Schlafschaf gäbe. Ich glaube es nicht mehr. So blöd kann kein Volk sein und schon gar nicht die Schweizer. Viele sind längst aufgewacht, aber eben zu aufgescheuchten Hühnern geworden. Es läuft ein unglaublicher Chicken Run ab. Sie merken, dass etwas faul ist im Staat der Schweiz, aber tagsüber sind sie zu abgelenkt und erdrückt von Steuerauflagen, Kassenprämien, früher Rinder und jetzt Genderwahn. Fluid schwadronieren sie non-binär hin und her. Und das ist ja etwas das Gleiche. Und um genau hinzuschauen, gelähmt von stets neuen Angstsäuen, die durch die Dörfer getrieben werden. Coronaviren, Grippeviren. Oh, herzlich willkommen zurück, liebe Grippe. Wie war dann dein Sabbatical? Tuberkulosebakterien, die Russen, die Hamas, das drohende Kalifat, Gammelfleisch, das Sonnenlicht, die Trockenheit und generell die ganze Klimaapokalypse ante portas. Abends sind sie dann zu müde, zu besoffen oder zu bekifft, um noch zu bemerken, dass sie, die Hühner, immer mehr von Füchsen, der WHO, von Gavi, Chepi und dem WEF umzingelt werden. Füchse, liebe Freunde, die sich darüber unterhalten, was sie zu Abend essen wollen. Oh, ist es da nicht einfacher, sich über die ach so korrupte FIFA, Pferdefleischlasagne oder die plötzlich offenbar wie Pilze aus dem Boden schießenden Antisemiten aufzuregen, die es in niederträchtigster Weise wagen, das größte Blutbad dieses Jahrhunderts zu hinterfragen? Ich frage euch dazu, erinnert ihr euch noch vage, welcher Staat das Impflabor von Pfizer, powered by the WHO, war? Welcher Staat? Ich kann euch nicht hören. Ich kann euch immer noch nicht hören. Der Impfwahnsinn hat und tut es noch immer unsäglich viel mehr Leid über die israelische Bevölkerung gebracht als der 7. Oktober. Und der war schon schlimm genug. Warum bombardieren die immer nur Gaza und nicht den Hauptsitz von Pfizer in New York oder dann den der WHO in Genf? Sorry, liebe Genfer, ça a été un sens figuré. Wer jetzt auf die kreative Idee kommen sollte, mich als Antisemiten zu verklagen, der schreibe sich hinter seine wahrscheinlich noch grünen Ohren Folgendes. Kein Mensch, schon gar kein Arzt, hat mich während der Pandemie positiver, auch im Dienste meiner Patienten, beeinflusst als ein orthodoxer Jude. Dr. Wladimir Zev Zelenko from Brooklyn, New York. Leider zu früh und zu jung von uns gegangen, wegen eines schweren Krebsleidens. Rest in peace. Ich komme zum Schluss. Solange Statthalter wie Tony Follow the Science Fauci und Karl Mr. Hyde Lauterbach und mit ihnen andere Entscheidungsträger aus Politik, Krankheitswesen und Medien, ja, auch ihr Journalisten habt durch eure Lügen und Propaganda Blut an euren Händen.
nicht vor Gericht stehen, werden wir aus der Bürgerbewegung keine Ruhe geben. Das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Wir kriegen euch, denn aufgeben ist unanständig. Deshalb, Freunde, nein zum Pandemievertrag, nein zu den neuen Gesundheitsvorschriften und ja zur Initiative für Freiheit und körperliche Unversehrtheit am 9. Juni. Tehren und federn wir die WHO, GEVI, CEPI und das WEF und treiben wir sie aus Genf, Davos und der Schweiz raus? Oder, um es mit den im Hier und Jetzt angepassten Worten eines großen Staatsmannes zu sagen, der sterben musste, weil er zu vielen auf die Füße trat. Ich bin ein Genfer, ich bin ein Davoser, Amandla Avetu, alle Macht dem Souverän, alles für die Schweiz. Bei einem großen Konzert ist immer zuletzt auf der Bühne der Hauptact. Wir hatten viele Hauptacts, aber wir haben zumindest einen Präsidenten. Nun als letztes auf der Rednerbühne und das ist Robert Bühlmann, Präsident der Roland. Ach, jetzt sage ich es noch falsch, Roland. So. Genau, er ist Präsident bei den Freunden der Verfassung. Er ist auch Pferdetrainer und IT-Unternehmer, verheiratet und hat 4 Kinder. Und er hat doktoriert, und zwar, jetzt hoffe ich, sage ich das richtig, im Fach Biochemie. Super. Als Pferdetrainer weiß er etwas genau. Man kann auf 2 Arten führen, durch Angst und Terror oder durch Respekt. Eine auf Dauer positive Führung kann immer nur durch Wertschätzung entstehen. Leider wurden in der letzten Zeit in der Schweiz durch Politik und Medien permanent die ganze Bevölkerung in Angst versetzt. Diesen Zustand möchte Roland Bühlmann durch sein Engagement verbessern und verändern. Ich begrüße dich ganz herzlich hier auf der Bühne. Danke dir vielmals. Regine. Schönen guten Nachmittag. Ich bin der Letzte. Gute Nachricht oder vielleicht auch die schlechte, ich weiß es nicht. Freut mich, dass so viele hier sind. Wir sind ja auch Co-Kostgeber, sozusagen die Freunde der Verfassung. Und schön, dass sich da ein paar Leute getroffen haben heute. Die letzten paar Tage bin ich über ein Wort gestolpert, das ich schon fast wieder vergessen hatte. Das schöne Wort heißt alternativlos. Ja, jeder kann sich noch erinnern an Mutti. Ja? Mutti war die Erfinderin von alternativlos. Die schlechte Saat oder die böse Saat von Mutti ist leider auch in der Schweiz angekommen. Viola Amherd hat vor kurzem gesagt, wir müssen da Milliarden in die Ukraine schicken. Wir müssen. Bundesrat Cassis hat gesagt, wir müssen noch mehr Milliarden in die Entwicklungshilfe stecken. Wir müssen. Ich frage mich immer, wieso wir müssen, aber das offensichtlich ist das alles immer alternativlos. Und was mir aufgefallen ist, alle politischen Parteien in der Schweiz, alle politischen Player, auch die Medien sind Globalisten. Aber es gibt dann etwas, was wirklich alternativlos ist. Und zwar wir sind alternativlos. Wir, die wir hier und heute da sind, wir sind alternativlos. Weil wir, hier und heute, sind die Einzigen, die gegen die WHO kämpfen, die für eine Aufarbeitung kämpfen, die für Souveränität kämpfen, die für Neutralität kämpfen und die für auch den Wohlstand kämpfen. Es waren heute vor mir schon viele gute Leute und viele gute Redner. Ich möchte die Gelegenheit aber nutzen, auch darauf hinzuweisen, dass ihr zählt, dass die, die heute da sind, wichtig sind. Und verlasst euch nicht zu viel auf Führerfiguren und vor allen Dingen lasst euch nicht spalten.
Ich bekomme immer noch jeden Tag E-Mails, was alles furchtbar ist. Und es ist ganz furchtbar, dass der Nikolaus lange Haare hat. Und es ist noch furchtbarer, dass der Urs Hans keine Haare mehr hat. Entschuldigung. Aber das ist eigentlich egal. Wir kämpfen zusammen für das gleiche Ziel, jeder auf seine Art. Leider sind wir mit unserer Bewegung noch nicht ganz dort, wo wir eigentlich sein wollen. Wir haben uns ein bisschen das, auch unseren Status, sage ich mal, leider verdient, aber ich bin sehr positiv. Das Zweite, was ich gelesen habe, von Alternativlos, das war das Wort Globalisten. Und da steht auf Wikipedia, wenn man geht, sucht, was ist denn Globalist, wer sagt Globalist, das heißt Zeichen für Rechtsextreme. Also wer das Wort Globalist in den Mund nimmt, ist ein Rechtsextremer. Und sage ich, nein, es ist nicht so. Wer auf Globalisten hinweist, das ist eigentlich ein Zeichen für einen Menschen mit klarem Verstand. Das ist ein Zeichen für einen Menschen mit einem Sinn für Demokratie und der sich einsetzt für andere. Und es ist ein Zeichen für Menschen, die keine Marionetten sein wollen und an den Seilen der Mächtigen hängen. Wir und unser Land brauchen Souveränität, weil unsere Freiheit ist nur garantiert, wenn unser Staat souverän ist. Und wenn unsere Politiker rumlaufen und sagen, die Schweiz muss das und die Schweiz muss jenes, dann ist das Zeichen, dass wir nicht souverän sind. Wir wissen alle, Corona war eine Blaupause, ein Muster, ein Vorbild. Die globalistische Elite plant, alles zu kontrollieren, wirklich alles, bis ins Privatleben. Vielleicht hat man es schon vergessen. Da wurde uns gesagt, mit welchen Leuten und wie viele Leute wir zu Hause empfangen dürfen. Wenn nur 3 Ungeimpfte und nur 2 Geimpfte oder nur 5 oder was auch immer. So denken diese Leute. Es sind Fanatiker. Und diese fanatischen Denker bringen dann ihre Utopien zu Papier. Wie zum Beispiel der Klaus Schwab, The Great Reset. Wobei ich muss mich entschuldigen, ich weiß nicht, ob der Klaus Schwab ein großer Denker ist, aber sagen wir mal, oder? Das Problem mit diesen Utopien ist, dass sie sich nachher meistens als Idiotien erweisen. Aber diese hohen Ziele der Utopien rechtfertigen jede Maßnahme und man schafft eben Ausnahmesituationen mit Ausnahmerecht. Und ich werde nicht vergessen, was Lockdown heißt. Lockdown ist ein schönes Wort, schön auf Englisch, damit man es auf Deutsch nicht versteht, aber Lockdown heißt Einsperren. Und man hat Millionen Menschen eingesperrt, ohne Sinn, ohne Grund, ohne Plan, aus Bösartigkeit. Und man muss sich immer fragen, wie viel Radikalität ist diesen Leuten zuzutrauen? Und wir haben nächste Woche, am 9. Juni, ist ein bisschen mehr als eine Woche, ist Abstimmung. Und wer übrigens das Stromgesetz oder den Vorschlag zum Stromgesetz genau gelesen hat, da steht drin, dass wir bis 2050 die Hälfte unseres Energieverbrauchs senken sollen. Wir nicht mal von fossilen Energien, die Hälfte unseres Energieverbrauchs. Wer sich das mal vorstellt, das wird nur gehen mit einer großen Deindustrialisierung. Das wird nur gehen, indem man uns das Heizen vorschreibt, indem man uns das Warmduschen bzw. das Kaltduschen vorschreibt. So denken diese Leute und so wollen sie in unser Leben eingreifen. Und diese quasi religiösen Wahnvorstellungen, die werden dann genutzt, eben um unsere Grundrechte zu brechen, um unsere Rechtsmittel zu beschneiden, um die Demokratie abzuschaffen. Weil der Globalismus ist einfach das Gegenteil von Demokratie. Schlimmer noch, diese verachtenswerten Jünger des Globalismus wollen immer auch selber Gott spielen. Darum kommt auch der Genderwahn, man kann den Körper umformen, man kann das Wetter steuern, immer bei mir regnet es, bei mir klappt es nicht. Man kann Viren bekämpfen und dann haben wir den Herrn Josic, vor fast genau einem Jahr war ich in der Arena und da hat der Herr Josic erklärt, die Pandemie ist nur vorbeigegangen wegen, Achtung, seinen Maßnahmen. Also, es gibt bei uns Ständeräte, die meinen wirklich, Viren mutieren, weil sie Maßnahmen beschließen. Wir haben es leider erleben müssen,
oder es geht immer noch weiter. Wir haben im Moment die Krise als Dauerzustand. Wir haben Corona, wir haben Ukraine, wir haben Klima, wir haben Inflation. Eine Pseudokrise jagt die nächste, um uns gefügig zu machen. Die richtigen Krisen, wenn nämlich die jährlich steigenden Krankenkassenprämien, die für immer weniger Leute zu zahlen sind, um die kümmert sich ja niemand, weil die sind ja offensichtlich Gott gegeben und da kann man gar nichts machen. Man sagt ja, jede Krise ist eine Chance. Und eines gilt natürlich, wenn ich die Krise selber mache, dann kann ich auch die Chancen selber gestalten. Oder umso besser, wenn ich spiele als mache euch allen Angst, kann mich aber dann nachher wieder als der große Erlöser von euren Ängsten verkaufen. Aber, und das ist wichtig, und das finde ich, dass da müssen wir Vorbild sein, wir müssen anders sein. Wir wollen die Angst nehmen. Und wir lehnen dieses Diktat der Alternativlosigkeit ab. Und nur wir sind für Eigentum, sind für Wohlstand, sind für Identität, sind für ein Wertesystem, sind für Neutralität, sind für Sicherheit und Freiheit. Wir lassen uns unsere Demokratie nicht durch Pseudokrisen nehmen. Wir müssen die Festung der Freiheit und der Souveränität sein. Und man sagt immer, 5% der Gesellschaft können die Gesellschaft ändern. Das braucht aber von allen uns hier Mut, es braucht Mithilfe, es braucht Aktivität, es braucht Unterstützung, es braucht Durchhaltevermögen. Aber ich ersuche alles, und das ist sozusagen mein Schlusswort für heute, lasst uns zusammen kämpfen für Souveränität und für Freiheit. Danke. Veloce, je vais le dire en français. J'ai reçu tout à l'heure une déclaration relative au principe de souveraineté des États et son incompatibilité avec les accords négociés par l'OMS concernant les pandémies, accords et RSI, règlement sanitaire international. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a deux associations. Une avocate française qui s'appelle Virginie Arrojo de Requia, et elle a fondé elle est présidente de l'association Honest. Et puis il y a Madame Astrid Stückelberger qui a parlé des règlements internationaux tout au début, et elle m'a appris. Et puis il y a aussi un avocat italien qui s'appelle Francesco Schifo, et qui sont en train de mettre, ils ont déjà fait une déclaration. Ce qui est important de savoir, c'est que ils ont constaté que les amendements déposés concernant le règlement sanitaire international sont contraires à la constitution de l'OMS. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont dit, contraire à la constitution de l'OMS et de la Charte des Nations Unies. Et donc ça, c'est très grave. C'est, en tout cas, ces traités sont illégaux. Voilà, je pense que ce qui est important encore de dire, c'est qu'il est nécessaire de mettre fin aux interventions des partenaires privés qui trouvent un intérêt financier ou tout intérêt contraire à celui des peuples. Pardon, je ne voulais plus te voir, donc j'arrête. Merci beaucoup. Meine Lieben, ganz herzlichen Dank. Seid ihr heute alle da gewesen? Ich hoffe, wir sehen euch alle am 1. Juni in Genf auf dem Place des Nations. Wir haben bei Aufrecht ganz viele Plakate für die Abstimmung, die man noch mitnehmen kann. Und Abstimmungsflyer, bitte bedient euch. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. Danke auch nochmal in meinem Namen oder im Namen Freunde der Verfassung als Co-Cast geben.
danke, dass Sie gekommen sind. Es ist unheimlich wichtig, dass wir sehen, dass immer noch etwas läuft. Und wir kämpfen weiter. Danke. Liberté! 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 Liberté!